Da ist der Pokal. Und heute hole ich mir ihn. Lädst du denn hier eigentlich so rum? Bin tiefenentspannt. Ja. Herzlich willkommen zur Keine Woche Show. Genau, Nummer 79. Mensch. Ich hab aufgepasst. Ja, und wieder sind wir ein bisschen woanders. Wir sind hier in einem gemütlichen Garten. Es ist so ein bisschen wie so öffentlich-rechtliches Fernsehen am Nachmittag, wo man so im Garten sitzt. Ü50. Ü50, genau. Prost, sage ich nur. Deswegen auch die Brause. Ich habe dann natürlich. In meiner Brause schwimmt eine Fliege. Nein, Natur pur. Ja. Aber wir können ja sagen, wo wir überhaupt sind. Wir sind in Schwante auf dem Hof des Hopser Hüpfbogenverleihs, weil wir heute eine kleine Aktion machen, über die wir aber gleich erst noch sprechen. Genau. Ja, ja, ja. Bleibt dran, es lohnt sich, sag ich nur. Es lohnt sich sowas von, ja. Das wird richtig hervorragend. Sowas von. Wir sprechen gleich über Fußball. Ja. Aber vorher, mach doch einfach mal dein Bier auf. Ich sag mal, oh ja. Wir sind ja, ja, kein Glas, aber ist nicht schlimm. Wir sind ja immer haben wir ein Glas? Nein, wir haben kein Glas. Wir brauchen kein Glas. Nein. Wir brauchen kein Glas. Eigentlich brauchen wir schon ein Glas, ja, stimmt. Oh. Ja. Heute haben wir nämlich auch noch einen Assistenten, der ein Glas holt. Ist es nicht herrlich? Aber Fußball. Löw bleibt. Ich wollte gerade was über das Bier erzählen. Nee, ist ja noch kein Glas da. Ach so. Ja. Löw. Jogi Löw bleibt. Jogi bleibt. Was zu erwarten war. Ja, fand ich eigentlich auch und ich finde das eigentlich auch ganz gut. Ich finde es auch konsequent. Ich finde es konsequent, auch zu sagen, okay, ich habe Mist gebaut, oder beziehungsweise die Mannschaft hat Mist gebaut, ich habe falsch. Ich habe alle Mist gebaut. Alle Mist gebaut. Und ist ja hervorragend. Ist ja ein Knaller. Passende Bier. Männer, was wird da? Ein kluger Mann. Er macht nicht alle Fehler selbst, er gibt auch anderen eine Chance. Winston Richtig. Churchill. Richtig. So, wollen wir jetzt über Jogi erstmal weitergehen? Ja, kurz noch über Jogi. Bundes-Jogi macht weiter, finde ich gut, weil er hat die Mannschaft noch im Griff, würde ich sagen. Die haben außer dieses Jahr zur außer WM. Außer dieses Jahr zur WM war es nicht ganz so prickelnd, weil sie sich einfach mal überschätzt haben, zu viel Langeweile drin hatten. Ich weiß auch nicht, warum dieses Jahr nicht so geklappt hat. Na, es gab ja da so einen Bericht, der der Frankfurter Allgemein zugespielt worden ist. Und danach, da wurden ja quasi diese ganzen Sachen ein bisschen aufgedeckt, was da so los war. Naja, also wie sagen wir mal, in 2 Jahren zur EM wird es halt ein bisschen besser. Wir waren schon seit Ewigkeiten kein Europameister mehr, seit 96. Vielleicht ist das ja unsere Prämisse jetzt. Vielleicht sollte das ja das Ziel sein in 2 Jahren, dass man wenigstens Europameister ist und dass quasi die Zukunft von Jogi Löw daran so ein bisschen geheftet wird. Mir fällt übrigens gerade auf, ich habe überhaupt keinen Plan, wie lange wir eigentlich auf Sendung sind. Gibst du mir mal mein Handy rüber? Ich gebe dir mal dein Telefon über. Ja, und du gießt dir dein Bier ein. Wir sind 3 Minuten auf Sendung, wird mir gerade gezeigt. Ich habe heute einen Perlenbacher Premium Pilz. Mal gucken. Wo kommt das her? Gucke ich gleich. Aus Perlenbach etwa? Ich glaube nicht. Ich kann hier schon sagen, das ist ein sächsisches Bier, was ich jetzt noch in Erinnerung habe. Oh, sieht ja hervorragend aus. Es kommt aus der Mauritius Brauerei aus Zwickau. Aus Zwickau? Aus Zwickau. Kam da nicht auch der Trabi her? Zum Teil. Wie zum Teil? Ja. Okay. Ich sag mal, es sieht ja schon mal super aus. Möchtest du uns vielleicht das Bier mal in die Kamera halten? Ja, also ist ja, wir müssen es ja mal nutzen, wenn wir einen Assistenten hier haben, also, dass der das ja machen kann. Ich muss jetzt mal gucken. Also sieht erstmal super aus, perlt hervor. Sieht ein bisschen hell aus, ob das ein bisschen weichgespült ist, aber. Ich finde, das Logo sieht so ein bisschen herkömmlich aus. Also, er schmeckt ein bisschen so wie ein Bier vom Discounter. Ein bisschen dünn. Für einen heißen Sommertag, tief gekühlt, schmeckt es ganz gut, aber so für den richtigen. Und mir fällt gerade was auf, was mich wirklich irritiert. Warum? Ich habe noch nie ein Bier mit Einwegpfand gesehen. 25 Cent. Ach. Ja. Also hier, das Einwegpfand-Logo, 25 Cent. Das wird wahrscheinlich wirklich von einem Discounter sein. Ja, aber ich frage mich ganz ernsthaft, wenn du das in den Supermarkt zurückbringst und in den Automaten schiebst. Dann wirst du 2 verschiedene Preise haben. Einmal wirst du die 25 Cent haben. Nee, ich will auf was anderes hinaus. Wenn du das in den Automaten schiebst, die leere Flasche, dann wird die immer so ping nach links geschossen und runtergedrückt. Also weil die gehen ja davon aus, dass das Plastikflaschen. Nee, die machen nach Gewicht. Es geht nach Gewicht denn. Okay.
Weil du selbst, es gibt ja auch andere Bierflaschen aus Europa, die eine gewisse andere Schwere haben. Die wird das automatisch müssen wir demnächst bei Rewe ausprobieren. Wenn, liebe Zuschauer, genau, wenn demnächst bei Rewe in Oranienburg der Automat im Arsch ist, dann wissen Sie, wir waren warum. Das. Nein, ich nicht. Ich nicht. Wir werden das dann live aufnehmen, wenn es soweit ist. Also Bier war jetzt nicht so doll. Nee, übrigens, wir hatten ja in Oberhaven ja jetzt eine krasse... Wollen wir nochmal kurz beim Fußball bleiben? Ja, kommen wir auch, ja. Ja, lass uns über Neymar sprechen. Diesen alten Schauspieler. Das Spiel Brasilien-Mexiko war an sich ja ein großartiges Spiel und auch hier Neymar hat großartige Spieltore vorbereitet, Tore geschossen und dann kam die 70. Minute, wo er Oscar-reif gefallen ist. Ja, ein Oscar kriegt er, ich glaube, die goldene Himbeere wird er dafür kriegen. Also Oscar ganz, nicht. Ganz, also wie gesagt, wie man sich seinen Ruf so versauen kann. Er wurde in Brasilien gibt es ja mittlerweile eine Bar, die eine Runde ausgibt, wenn er fällt. Das ist der Knaller. Also da kannst du dir schon mal vorbereiten, dass er an dem Tag nicht gerade durch den Hause ist. Also wenn er eine Schwalbe, schwalbenmäßig fällt. Nee, generell fällt. Ach so. Generell fällt. Und da ist er auch nicht schwalbenmäßig gefallen. Er wurde zwar getroffen, aber er hat ja dann gespielt, als wenn er gerade die schlimmste Verletzung hatte, wie man sich vorstellen kann. Und dann ist er dann kurz danach wieder aufgestanden. Also wir sind jetzt bei der Aufzeichnung, heute ist Mittwoch, wir sind jetzt quasi zwischen Achtel- und Viertelfinale. Genau. Wenn ihr das seht, ist es schon Sonntag, also die Viertelfinals Brasilien schon durch. Brasilien gegen Belgien. Wer wird Weltmeister? Wird schwierig, wird ganz so schwierig. Also mein Tipp war eigentlich ursprünglich Kroatien gegen Belgien als Finaltipp. Ich glaube, dass Brasilien sich ins Achtelfinale, beziehungsweise ins Finale schießen wird irgendwie und dann gegen Kroatien spielt und dann leider Weltmeister wird. Ich möchte, dass Schweden Weltmeister wird. Ja, das glaube ich dir gerne. Du hast gerade eine gewisse Sympathie für das Land. Ja, weil ich war ja gerade in Schweden und habe dieses Land kennenlernen dürfen. Es sind nette Leute, die da sind und wir haben ja auch in Schweden das Deutschlandspiel gegen Schweden verfolgt. Ich weiß nicht, ob du hast keinen auf die Mütze gekriegt. Nee, ich habe keinen auf die Mütze. Im Gegenteil, also mich hat im Nachhinein eine nette Frau im Fahrstuhl angesprochen und hat gesagt, das war ein schönes Spiel. Schön, dass ihr gewonnen habt. Und ich meinte, weil sie mich auf Englisch ansprach, meinte ich dann so, na, wo kommen Sie denn her? Ja, aus Schweden. Da dachte ich, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, wir in Deutschland würden die erstmal auf Deutsch anquatschen. Der wo er herkommt. Aber naja. Aber Argentinien ist schon raus, ja, Portugal ist schon raus. Also Spanien sind raus, ja. Deutschland ist raus. Eigentlich fängt als große Fußballnation sind immer nur noch Brasilien und England drin. Und die haben sich ja auch gerade erst wieder zum Sieg gezittert beim Elfmeterschießen. Und die haben ja damit was Historisches geschafft. Ja, die Engländer haben bei einer Weltmeisterschaft, wenn sie nicht beim Elfmeterschießen rausgefallen. Apropos Elfmeterschießen. Ja. Also wir sind ja hier in diesem schönen Garten, weil wir jetzt Tore schießen werden. Und du spielst jetzt England. Nee, du wolltest ja ein anderer Verein sein. Wir haben es schon hinter uns gebracht. Deswegen, ja. Also ihr seht jetzt, wie wir Torwandschießen gemacht haben mit einer, wie nennt man das? Also ist es eine Hüpfburg? Nee, ist ja in dem Fall keine Hüpfburg. Eine aufblasbare Torwand. Genau. Ja, das machen wir jetzt. Ja. Ich bin Schweden, das werdet ihr gleich sehen. Und ich bin Belgien. Also ich bin natürlich der Favorit. Genau. So, dann kann es jetzt losgehen. Wir haben hier eine wunderbare, aufblasbare Torwand und vom Hopser Hüpfbogenverleih. Und ich würde sagen, wir machen das so, dass jeder 5 Schuss nach unten hat und 5 Schuss nach oben. Jo. Und du kannst dir jetzt noch überlegen, welches Land du bist. Ich bin Schweden. Wer bist du? Belgien. Meine Damen und Herren, das Finale. Schweden gegen Belgien. Ich weiß gar nicht, Warum? Weil auf einer Hälfte sind. Am Ende muss ich ja dann Kroatien sein. Ich bin Kroatien. Sind die nicht schon raus? Nee. Sind die nicht schon raus? Nee. Also, Schweden gegen Kroatien. Wir lassen Schweden den Vortritt. Die ersten 5. Jetzt kommt der Hammer. Ich bin sehr gespannt. So. Genau das ist die ersten 5. Ich bin aufgeregt. Schweden. Warum haben wir keinen Ball, Junge? Schweden vor, noch ein Tor. Ah! Aber was? Wir haben
fast falsch gewesen. Ja, fast falsch. Wir sollten in den ersten 5 Runden dann wechseln war. Rahundo 2. Ich will mal so behaupten. Nach Adam Riese. Passt. Da passt doch überhaupt gar kein Ball durch. Ich bin mal so frech, wa? Nee, ich hab noch 2. Ja, ich wollte nicht. Achso, sag mal. Ja, ich kann auch eine. Nummer 4. Und nun machen wir den letzten. Ich hätte ihn mal rein. Schweden vor, endlich vor. So, jetzt bekommt ihr Belgien. Jetzt muss bestimmt genauso ab, aber ist egal. Jetzt wird rausgeschnitten. Immer positiv denken. Erstmal schon mal. Ja, so muss es laufen. Vielen Dank. Auf, ja, genau. Weiterhin 0-0. Sehr sportlich. Ja, das ist ja wohl ein Punkt Abzug. Sauber. Nein, Abzug ist nicht, es war immer noch 0-0. Steht jetzt, leider, also es steht jetzt 0 zu minus 1, das finde ich sehr tragisch. Nein, 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 sag mal. Aber war trotzdem gut. Ich habe dafür schon mal einmal getroffen. War trotzdem sehr gut. Wie habe ich denn schon? Immer noch minus 1. Wie viele Schüsse? 3, ne? 2 hast du noch. Es läuft bisher sehr gut, ich führe. Du musst nichts tun, sozusagen. Einen hast du noch, aber es war also sah auch super aus. Da vorne in der Bino, würde ich sagen, in der Tür. Ja, also. Komm mal, komm mal. Buh! Ja. Buh! Also Erschiebung! Ja, 0-0 steht es jetzt, ne? Ja, ich mal sagen, ne? Jetzt mach mal nach. Ja, ja. Hier, drückst du sehr die Daumen. Ach, hör doch auf. Ernst gemein. Habe ich schon gesagt, ich bin ein ganz schlechter Verlierer. Nein, ist er nicht. Nein. Du hast einen Faden am Fuß, aber ist egal. Aber ein Faden am Fuß? Warum habe ich einen Faden am Fuß? Ich weiß nicht. So. Ich hole ihn dir auf. Bitte? Angeben. Also die Richtung hat schon mal gestimmt. Auch wenn der Kameramann den Kopf schüttelt. Der war ja fast ein bisschen höher. Hättest du nur entscheiden, ob man über links oder rechts. Nummer 3. Spannung steigt. Links oder rechts, wie gesagt. Muss ich entscheiden. Das ist die Mitte. Die Mitte ist doch eigentlich die goldene Mitte sozusagen. Du machst auch den goldenen Schuss und dann machst du den Punkt. Oh nee, der war wirklich. Aber nur von. Bist du jetzt mit deinem fünften durch? Nein, einen habe ich noch. Na denn. Jetzt kommt der Durchbruch. Also bestimmt. Für Schweden. Für Herrn Nilsson. Für Herr Nilsson? Ja, von Achso. Für Michel. Ach, für Michel. Ah. Naja. Was soll ich sagen? Wenigstens habe ich schon. Es hat die Kamera nicht mal drauf, wie ich den Ball hier reingeschubst habe. Schummel. Ja, jetzt komm ich hier. Ganz leger. Also, neue Regel: der Ball muss hier liegen. Finde ich nur fair. Belgien, Kroatien ist doch so scheiße.
Bitte nicht zum Nachbarn. Aber oben ist ja ein Netz, ne? Also ja. Bleibt der. Also jetzt noch vier, ja? Ja. Ja? Noch ja. Drei. Eigentlich liegst du ja immer noch. Nee, du hast jetzt. Nee, ich habe ja im Gegensatz zu dir zweimal sogar getroffen. Wie viel habe ich jetzt noch? Drei, glaube ich. Oder? Drei. Genau. Zwei noch. Kommt man in Spitzen. Es sind 29 Grad und es ist 20 Uhr hier in diesem Ort. Jetzt kommt der entscheidende und hoffentlich, Oh, sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Aber du hast halt trotzdem gewonnen. Kroatien hat gewonnen. Warum hat Kroatien gewonnen? Ja. 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 Schweißgebadet, kommen wir vom Platz. Ja. Und sonst? Reden wir über Politik. War schön. Ja, Politik, ganz spannendes Thema, ja. Machst du den Seehofer jetzt, wo du jetzt so gewonnen hast? Nein, ich trete nicht zurück. Ich bitte um den Rücktritt. Ach so. Und du musst jetzt sagen, nein. Nein. Und ich sage doch. Nein. Und du sagst wieder nein. Ja. Und ich sage, na dann machen wir das Spiel bis morgen. Und dann sage ich, ich trete doch nicht zurück, weil er doch alles tut. Und der Dritte sagt dann, ich bin trotzdem dagegen. Ja. Also wie, ich verstehe die Politik momentan überhaupt nicht. Also der Tick-Hack in Berlin ist total. Wir müssen ja auch das Sommerloch stopfen, muss man dazu sagen. Also, na, ich glaube in dem Fall, dass es nicht mit Sommerloch oder sonst was zu tun hat. Es ist einfach irgendwie so ein Ego-Trip. Und es ist vor allen Dingen die Angst vor Machtverlust, der durchaus, glaube ich, berechtigt ist oder die berechtigt ist, weil. Ich glaube schon, dass es kritisch wird für die CSU im Landtag. Also, das ist ja auch historisch, dass wenn die CSU wirklich die Fraktionsgemeinschaft aufgekündigt hätte wollen würden, oder wenn sie es gemacht hätten, dann hätten wir jetzt so Neuwahlen gehabt. Also, das ist. Oder man hätte sich mit den Grünen irgendwie einig werden können, was aber sehr unwahrscheinlich ist. Also, gewesen wäre. Rot-grün-schwarzes Bündnis kann ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Oder mit der FDP. Das haben sie ja schon mal vergeigt. Also die Geschichte. Ja gut, aber jetzt sonst weiß ja die CSU nicht mit bei. Stimmt, man weiß ja nicht, woran es damals gescheitert ist. Ja, es gibt so viele Fragen. Also jetzt haben wir erstmal wieder eine halbwegs funktionierende Regierung, die bis zur nächsten Krise stolpert. Denke ich. Ja, ich fand es trotzdem. Also ich hätte mich nur aufregen können an dem Montag oder an dem Sonntagabend, wo das wollte ja sagen, das ging losging. Ja, bei mir war es ja so, dass ich Anne Will geguckt habe, nebenbei Fußball hörte, Elfmeterschießen geguckt, beziehungsweise Verlängerung geguckt habe, also ich konnte mich gar nicht mehr konzentrieren, was ich nur machen sollte. Und dann bin ich doch ins Bett gegangen, habe mir nicht mehr Seehofer den ganzen Schluss angehört. Ja, Seehofer ist ja auch erst nachts um 2:30, da war ja niemand mehr so richtig auf Sendung. Ja. Da ist ja nichts mehr passiert, aber ja, und am Ende. Ja, wieder von Anfang. Hast du denn Promi-Geburtstage? Warte. Wenn ich irgendwo meinen Zettel finde, dann kann ich dir auf Promi-Geburtstag. Ich habe nämlich so einen kleinen, verschnucklichten Zettel. Ja, ich habe Promi-Geburtstag. Ich habe, wenn ich den lesen kann, heißt es. Jens Riewe hat am 2. Juli Geburtstag gehabt. Am Montag. Genau. Wie alt ist er geworden? 55 Jahre. Mhm. Bei Jens Riewe kann ich mich noch erinnern, wie er, glaube ich, 1993 und 1994 seine ersten Tagesschauen vorgelesen hat. Und das, ich habe auf YouTube neulich einen Ausschnitt gefunden, da war er, glaube ich, bei Brandenburg aktuell Nachrichtensprecher. Und das muss die frühen 90er gewesen sein und da sieht er sehr, sehr jung aus. Das war er ja auch. Ich wollte gerade sagen, also der ist ja schon einige Zeit dabei. Finde ich auch toll, dass er das so lange schon durchhält. Und er hat ja sein Nebenprogramm hat er ja zurückgefahren. Er hat ja noch irgendwelche Volksmusiksendungen früher noch Schlagersendungen hat er moderiert und alles so weiter. Also was aber daran liegt, dass er diese Schlagersendung nicht mehr gibt. Ja, dankbarerweise, dankbarerweise. Dann habe ich noch einen Geburtstag, Kevin Bacon, großartiger Schauspieler. Footloose ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, echt wahr?
auch grundsätzlich wieder Musik und die konnte ich schon immer cool. Ist ja jetzt 60 geworden. Weil du ja auch so der große Tänzer bist, ne? Das haben wir ja gerade festgestellt, ja. Ne? Ja, ja, deswegen. Und soll ich nochmal, jetzt haben wir ja hier eine Bank. Ich kann euch ja nochmal zeigen, wie Metal Mavis in einem Konzert sitzt. Nein. Er sitzt nämlich so. Ja, ich genieße. Das heißt ja nicht, dass man tanzen muss. Man genießt einfach. Man genießt die Musik, man genießt die Show. Man muss sich da nicht rumhampeln, wie, weiß ich nicht wer. Aber müsstest du dich da nicht Yoga-Mavis nennen? Auf Metal-Konzerten ist es auch so, dass ich mich kaum bewege. Vielleicht mal den Kopf mal in die Kö. Das ist auch schon bald alles. Und dann habe ich noch einen Geburtstag, habe ich noch. Einen habe ich noch. Und zwar muss ich nachgucken, wie heißt Olivia de Havilland. Wer? Ja, genau. Zweifache Oscar-Gewinnerin vom Winde verweht, ist 102 Jahre alt geworden. Keine Ahnung wann. Irgendwann die Woche. Du bist ja top vorbereitet. Ja, ich habe mir bloß vergessen, ein Datum zu notieren. Ich habe noch Ute Lemper, die ist am Mittwoch 55 geworden. Ja. Dann Heide Simonis, Hoppelheide, wie sie ja am Ende genannt worden ist, weil sie ja bei Let's Dance mitgemacht hat. Ja, genau. Hat. Ist ja rechtzeitig rausgeflogen, ne? Ich weiß nicht, hat die sich nicht irgendwas gebrochen? Nee, gebrochen durch die Wände verstaucht, also so schlimm bleibt er nicht. 75 ist er jedenfalls geworden am Mittwoch. Stolz zu sein. Und heute Sonntag 65 geworden, Zachi Neu. Sagt dir da was? Ja, natürlich. Eis am Stiel. Eis am Stiel, ja. Johnny ist dann, nee, ist nicht Johnny? Ich weiß nicht. Nee. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich die Filme jemals gesehen habe. Also ich glaube, ich habe es nie gesehen. Wahrscheinlich war ich immer so enttäuscht, weil der immer hieß Erotikomödie, da war da gar nicht so viel Erotik. Ich glaube, die Filme auch nie Anfang bis Ende geguckt, weil dann sollte eigentlich eine Komödie sein, ich fand die immer eher langweilig und dann immer die unglaublichen spannenden Dialoge da zwischen den ganzen Leuten da. War nicht so meins. Hast du denn eine CD mit? Ja, habe ich. Wie man jetzt eingeblendet sieht, heißt die Band Lucifer und das Album heißt Lucifer 2. Ist eine neue Kombo, wobei der... Ich bin raus. Ist mir klar. Ist ja eigentlich nicht so manns mein Thema, das ist ja so okkult. Mann ist nicht so ganz dein Thema. Der Name an sich ist ja so Okkult-Rock und ist ja eigentlich so nicht so ganz so mit dem Christentum zu vereinbaren, aber die Musik ist geil. Die Musik ist ganz großartiger 70s Hardrock mit Blues-Einflüssen und eine ganz großartige Frauenstimme, so ganz toll an, kann man ja nicht beschreiben. Jedenfalls althergebrachter, cooler Hardrock und das Mastermind an der ganzen Geschichte ist Nicke Andersson. Schwede, ist auch eine schwedische Band, weil wir gerade bei Schweden sind. Ne? Hat ja auch schon viel gemacht mit den Helicopters, mit den Imperial State Electric. Und der hat nicht nur Bass gespielt, nicht nur Schlagzeug gespielt, sondern das Ganze auch noch produziert. Und gesungen hat eine gewisse Johanna, die sagt, wenn du die siehst, würdest du ja nicht erkennen, dass überhaupt Rockstar-Sängerin ist. Blonde, lange Haare, ganz enges Leder-Overall-Teil, sexy aus. Und wie gesagt, die Musik ist der Hammer. Und der können wir noch unten in den... Wer ist denn das Ding? Immer wieder unten schreiben. In den im Begleittext. Begleittext. Ist auch bestimmt noch ein YouTube-Link dazu. Keine Ahnung. Von der ersten Single, California Sun. Also ganz, ganz großartige Platte. Mich stört, wie gesagt, ganz dieses okkulte ganze Gedöns dran. Aber wie gesagt, die Musik ist hochgradig, explosiv und unglaublich authentisch. Toll. War zu erwarten, dass er das sagt. Nächste Woche. Ja, sag mal, Bombendrohung hast du, hast du zufällig angerufen bei den Autobahnraststätten und da gesagt, dass da eine Bombe hochgeht? Es gibt ja, ist ja häufig ja bei uns, nicht nur, dass es in Raststätten in Oberkrämer und in Stolper war, sondern war ja auch kurzerhand auch mal spontan im Jobcenter in Oranienburg, dass da eine Bombendrohung war. Und ich meine auch, ich meine gehört zu haben, dass auch vor Oberkrämer und Stolper schon mal irgendwo eine andere Autobahnraststätte. Das weiß ich jetzt nicht, aber es war, glaube ich, nicht das erste Mal. Gravierend, dass man sich so eine üblen Scherze erlaubt. Ja, da rief dann jemand an und hat dann gesagt, ja, es ist jetzt irgendwie 8 Uhr und um 10 Uhr geht da und da eine Bombe hoch. Ja, ja. Großeinsatz, Autobahn gesperrt, das volle Programm und natürlich zum Glück nichts gefunden. Ja, es ist erschreckend, dass selbst im regionalen Bereich soweit jetzt mittlerweile vorkommt. Früher war es ja ein Ding von einer Großstadt und jetzt kommt es zuerst schon... Naja gut, aber die maximale, also ja. Du hast ja, ich meine, wenn der Autobahn gesperrt ist, dann hast du große Aufmerksamkeit. Ja. Und naja. Nicht ganz so fein, würde ich mal so behaupten. Und das hat ja natürlich auch ein Nachspiel, gerade das läuft halt, wir haben ja nicht mehr dazu, irgendwas zu ermitteln, weil
kommt ja nichts dazu. Gibt es da schon welche Ansätze? Ja. Da ist also in Fehlefanz hat wohl ein Mann angerufen mit einem sächsisch-hessischen Akzent. Ja, das ist ja schon eine Mischung, die fast gar nicht geht. Aber gucken wir mal und warten wir mal ab, was da so raufkommt. Wir haben noch mal Musik in Buchform. Ha, schön. Was ich kann den, ja, ich kann nämlich sagen, eine neue Nachricht, Elvis lebt. Juhu, wusste ich es auch immer. Elvis Presley ist nämlich nicht gestorben am 17. August 1977, sondern er wollte sich einfach aus der Öffentlichkeit zurückziehen und davon... Was schon damals Alf sagte in einer Folge. Ja, genau. Davon handelt nämlich das Buch von Thomas Geigenmüller, erschienen bei Rowohlt Berlin, das ziemlich lebendige Leben des vermeintlich toten Elvis. Hört sich schon mal sehr, sehr nett an. Ja, also es ist tatsächlich so, dass er beschließt, seinem Leben als Popstar ein Ende zu machen und ein ganz normales Leben führen möchte und damit natürlich auch erstmal ein bisschen Probleme hat. Und es ist allerdings auch so, dass dieses Buch so in der Anfangsphase dachte ich so ein bisschen langweilig, weil ich dachte, da lässt sich der Autor so ein bisschen mehr einfallen, weil es auch so relativ normal ist, was er dann so macht. Also ist gar nicht so außergewöhnlich. Spannend wird es dann aber, wenn dann quasi der nicht tote Elvis in Ereignisse eingreift, die dann später so passieren. Zum Beispiel gibt es in diesem Buch interessanterweise eine Begebenheit, dass der dann nach Leipzig fliegt, 1989, und damit zu dieser Wendebewegung beiträgt. Und das Lustige ist, dass auch David Hasselhoff zu diesem Zeitpunkt in dieser Geschichte in Leipzig ist und dass die sich dann ständig darüber zoffen, dass doch David Hasselhoff bitte nicht Looking for Freedom an der Mauer singt, weil so wird er die Mauer auch nicht einreißen. Hat denn David Hasselhoff ihn da erkannt? Ja, indirekt schon, aber er traut sich nicht, ihm das zu sagen, dass er ihn erkannt hat. Also ich muss ja mal sagen, hier sind total tolle Mücken, ja? Hier sind durch Fliegen. Bis jetzt merke ich nicht. Ich merke das schon ganz schön. Also ist ja nicht der Einzige, der von dem das Gerücht ausgeht, dass Elvis Presley noch leben soll. Es gibt ja auch die Vermutung, was machst du denn mit deiner Hand? Übung, hallo. Dass auch Jim Morrison eigentlich noch leben soll und dass er auch ein entspannteres Leben führen soll und nicht als Rockstar. Ja, was natürlich auch lustig ist, seine Frau, wie heißt denn seine Frau? Ich hab grad vergessen. Priscilla. Priscilla hat ja in den 80ern die nackte Kanone gedreht und auch darum geht es in diesem Buch, dass Elvis hat ihr natürlich andere Drehbücher vorgelegt und ihr gesagt, naja, es gibt doch viel bessere Filme, die er drehen kann. Aber sie besteht darauf, die nackte Kanone zu drehen und Elvis kann es überhaupt nicht verstehen, weil es eigentlich ein scheiß Drehbuch ist. Und dann gibt es dann noch natürlich die Szenen mit Lisa Marie Presley, die ja Michael Jackson dann heiratet und das findet Elvis natürlich absolut scheiße. Und wenn man wissen will, warum Michael Jackson plötzlich so eine kaputte Nase hatte, sollte dieses Buch lesen. Das ist wirklich sehr interessant. Ich finde es erstaunlich, dass sie das weiter nicht erzählt haben, dass Elvis noch lebt und dass es jetzt erst rauskommt. Ja, das ziemlich lebendige Leben des vermeintlich toten Elvis. Damit sind wir schon fast wieder am Ende. Fast, ja. Also dein Tipp für die WM war jetzt Schweden. Weil Schweden ja auch gerade beim Torwandschießen so grandios gespielt hat. Ja, wie gesagt, dazu jetzt nichts weiter. Oder hat hier irgendjemand was anderes gesehen? Ich trinke jetzt nochmal einen genüsslichen Schluck aus meinem Perlenbacher Premium-Pilz. Ja, danke nochmal an Matze und den Hopser Hüftbogenverleih. Hier irgendwie einen wieder eingeblendet oder in den Kommentaren seht ihr, wenn ihr weiterführende Informationen haben wollt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder, wahrscheinlich ausnahmsweise mal wieder aus unserem Studio. Ja. Vielleicht. Wann war das hier? Das war... keine Wochenshow. Auf Wiedersehen. Aus Schwante. Prost.